Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Kolleginnen und Kollegen von der CDU greifen ihren Antrag ein wichtiges Thema auf. Jetzt ja auch FDP. Schwimmen ist eine beliebte Freizeitbeschäftigung, ein toller Sport und es kann im Unglücksfall auch Leben retten, wenn man schwimmen kann. Daher ist ein guter und erfolgreicher Schwimmunterricht eine wichtige Aufgabe der Grundschule. Um hier genaueres zu erfahren, hatten wir im letzten Juni ein Berichtsbitte zu Schwimmunterricht an die Bildungsdeputation gerichtet. Die Antwort ergab immerhin, dass im Schuljahr 2015/2016 in allen dritten Bremer Grundschulklassen der Schwimmunterricht durchgeführt wurde. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft hat in ihrer deutschlandweiten Umfrage 2017 festgestellt, dass in vielen Kommunen gar kein Schwimmunterricht mehr erteilt werden kann, weil die kommunalen Schwimmbäder geschlossen worden sind. So schlimm steht es in Bremen zum Glück noch nicht. Trotzdem ist die Bädersituation in Bremen nicht befriedigend. Darauf komme ich noch zurück. Laut Bildungsbehörde hatten etwa die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler zu Beginn der dritten Klasse bereits Schwimmkenntnisse. Nach Abschluss der dritten Klasse hatten gut drei Viertel der Schülerinnen und Schüler das Seepferdchen abgelegt. Ein knappes Viertel konnte immer noch nicht schwimmen, meine Damen und Herren. Allerdings bedeutet auch das Seepferdchen, das hat mein Kollege Herr Lübcke gesagt, nur, dass ein Kind sicher über eine Strecke von 25 Meter sich über Wasser halten kann. Sicher schwimmen kann es deshalb nicht. Daher unterstützen wir die Forderung aus dem Antrag der CDU und FDP, dass das weitergehende Bronzeabzeichen als Ziel des Schwimmunterrichts gewählt werden soll. Die Bildungsbehörde weist in ihrer Antwort darauf hin, dass immer größere Anstrengungen nötig sind, um wenigstens drei Viertel der Schulkinder zu den basalen Schwimmkenntnissen der Seepferdchen zu führen. Als Grund werden die zunehmend geringeren Vorkenntnisse und die zunehmende Heterogenität der Schülerinnen und Schüler angeführt. Daher müssen Kinder mehr Gelegenheit bekommen, um mit Schwimmbädern in Kontakt zu kommen. Hier enthält der Antrag der Kolleginnen und Kollegen von der CDU und FDP einige gute Anregungen. Die frühkindliche Förderung des Planschens und Schwimmens bereits in den Kitas, die verstärkte Zusammenarbeit zwischen Schulen und Schwimmvereinen im Rahmen der Ganztagsschule und der freie Eintritt für Kinder bis 6 Jahren in den bremischen Schwimmbädern. Ich sehe das im Gegensatz zu der Koalition sehr, sehr wichtig, dass das ermöglicht wird. Und in diesem Zusammenhang erinnere ich an unseren leider abgelehnten Antrag, einen Ferienpreis einzuführen. Dieser hätte auch ältere Bremer Schülerinnen und Schüler in den Sommerferien einen vergünstigten Eintritt für die Bremer Schwimmbäder ermöglicht. Das wäre besonders wichtig, um erworbene basale Schwimmkenntnisse zu üben und auszubauen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition. Darüber könnten Sie vielleicht auch noch mal nachdenken. Jedenfalls, wir halten einige Vorschläge für sehr überlegenswert. Daher werden wir den Antrag der CDU und FDP zustimmen. Wir sehen allerdings auch eine Reihe von Problemen, die selbst die momentane Situation in den nächsten Jahren deutlich schwieriger machen wird. Hier sind in naher Zukunft Anstrengungen geboten, die über das hinausgehen, was wir heute behandeln. Wie wir wissen, erleben wir in Bremen eine deutliche Zunahme von Kindern im Grundschulalter. Bremenweit wird bis 2025 eine Steigerung, meine Damen und Herren, von 18,8% vorhergesagt. Das sind rund 800 Kinder pro Jahrgang mehr. Wir brauchen für sie nicht nur mehr Schulen, mehr Lehrerinnen und Lehrer, mehr Sporthallen, wir brauchen auch mehr Platz im Schwimmbad. Und hier sieht es in Bremen gerade bei Hallenbädern nicht gut aus. Im Vergleich zu anderen Städten vergleichbarer Größenordnung hat Bremen eine unterdurchschnittliche Platzangebot, welches überdurchschnittlich häufig genutzt wird. Wie die Befragung zum Sportentwicklungsplan ergeben hat, beurteilen 4/5 aller Bremerinnen und Bremer die Versorgung mit Hallenbädern als unzufriedenstellend. Das ist ein weit unterdurchschnittlicher Wert. Und 2/3 der Schwimmsportvereine beurteilen die verfügbare Kapazität im Hallenbad als nicht ausreichend.
Soweit die aktuelle Lage, meine Damen und Herren. Und die ist nicht gut. Überhaupt nicht. Und zu diesen heutigen schon rappelvollen Schwimmbädern kommt jetzt noch ein großer Schwung zusätzlicher Kinder, die Schwimmunterricht bekommen sollen. Und gleichzeitig wollen wir fördern, dass Kinder und Jugendliche, Herr Präsident, ich komme gleich zum Schluss, am besten mit ihren Eltern schwimmen gehen und so früh wie möglich an Wassergewöhnung herangeführt werden. Aber da wir keine Fläche zur Verfügung haben, bedeutet das, die werden vor geschlossenen Hallen stehen. Aus diesem Grund, ein letzter Satz, aus diesem Grund ist zusätzlich zu dem Bilderkonzept, was jetzt beschlossen worden ist, unsere Forderung weiterhin, das Unibad zu erhalten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Als